Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Das hier ist quasi das Intro vor dem eigentlichen Intro des Videos. Es geht sofort los, aber ihr seht schon, ich habe die neuen Vilou-Produkte in der Hand. Letzte Woche gab es einen neuen Launch und zwar mit Plummy Kisses und Cherry Kisses. Das habt ihr hoffentlich alle mitbekommen. Und ich habe gestern schon auf Instagram angekündigt, dass es heute schon wieder etwas sehr, sehr Geiles und absolut Neues von Vilou gibt. Und ich will jetzt gar nicht lange drum herum reden, ich sag's euch direkt. Wir haben mit Vilou ab heute eine eigene App. Tada! Die App ist natürlich absolut kostenfrei. Alle Informationen dazu gibt's in der Infobox. Ihr könnt auch einfach in eurem Store Vilou eingeben, dann solltet ihr sie eigentlich auch finden. Aber wie gesagt, die Download-Links findet ihr auch nochmal. Und ich werde euch das jetzt erklären und bleibt unbedingt bis zum Ende meiner Vilou-Ankündigung dran, denn wir verlosen zum Launch dieser App dreimal ein iPad Pro. Also bleibt unbedingt dran und ich erkläre euch jetzt die App. So sieht die Vilou-App aus. Richtig süß gemacht mit dem typischen Vilou-Herz und sie heißt halt einfach Vilou. Und wenn ihr sie das allererste Mal öffnet, dann werdet ihr erstmal mit so kleinen Erklärungen durch die App geleitet. Und dann gibt es quasi zwei verschiedene Optionen. Wir beginnen jetzt mal mit der Explore-Funktion und das ist was ganz Besonderes. Das Ganze nennt sich nämlich Virtual Reality. Ihr könnt in der Explore-Funktion nämlich eure Kamera jetzt vor den aktuellen Aufsteller halten. Also ihr müsstet dann quasi in eine Drogerie Filiale gehen und die Kamera davor halten. Oder wenn ihr keinen Aufsteller in eurer Nähe habt oder die Aufsteller schon weggeräumt sind, dann könnt ihr natürlich auch eure Vilou-Flasche nehmen. Ich mache das Ganze jetzt mal mit Plummy Kisses. Und ihr seht schon, was passiert. Die Vilou-App erkennt quasi eure Flasche oder sonst den Aufsteller. Und dann fallen jetzt in dem Falle diese ganzen Icons von Plummy Kisses und Cherry Kisses einfach vom Himmel. Und dazu gibt es jetzt 5 verschiedene Optionen, die ihr hier unten auswählen könnt. Bei 1 seht ihr zum Beispiel diese ganzen bunten Sternchen, die um und über eure Vilou-Flasche drüber schweben. Auf der 2 erscheinen dann ganz, ganz viele schwarze Herzen. Bei der 3 seht ihr diese rosanen Bubbles. Und das letzte sind quasi diese süßen Kussmünder, das Icon von den neuen Vilou-Sorten. Ihr könnt dann mit dem Knopf hier unten in der Mitte einfach ein Foto davon machen. Und das Ganze wird dann hier oben in eurer Galerie abgespeichert. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann seht ihr alle Fotos, die ihr mit der App schon gemacht habt. Ich nehme jetzt einfach mal das letzte, was ich hier gemacht habe. Und damit wandert ihr quasi direkt in diesen Create-Modus. Den könnt ihr übrigens auch unabhängig auswählen und dann könnt ihr einfach auch in diesem Create-Modus ohne diese ganzen Optionen hier, dass Sachen durch das Bild fliegen, ein Foto von Vilou machen. In der Create-Funktion könnt ihr dann richtig schöne Collagen erstellen. Dafür gibt es hier ganz, ganz viele verschiedene Patches und Symbole rund um das Thema Vilou. Zum Beispiel diese ganzen süßen Icons von all unseren Sorten. Und ihr könnt dann quasi eine Sache auswählen, dann erscheint sie auf eurem Bild und ihr könnt sie bewegen, ihr könnt auch die Größe verstellen und könnt dann quasi so viele Symbole dazufügen, wie ihr möchtet. Dann haben wir hier oben einmal diese kleine Schaumfunktion. Da sind noch mehr Patches. Ihr könnt dieses kleine süße Schaummännchen zum Beispiel auf euer Bild draufpappen oder wir haben hier Hallo-Sprechblasen. Ihr müsst es einfach selbst mal machen. Ihr könnt euch sogar selbst kleine Schaummännchen mit diesen Symbolen hier zusammenstellen. Also ihr könnt eurer Kreativität wirklich freien Lauf lassen und das macht einfach richtig Spaß. Dann haben wir hier nochmal eine Rahmenfunktion, wo ihr, wenn ihr wollt, nochmal einen Rahmen auswählen könnt. Und was richtig cool ist, hier mit dieser Funktion könnt ihr hier oben eure Schriftdicke auswählen, eine Schriftfarbe auswählen und könnt dann sogar mit eurem Finger einfach noch was richtig Individuelles auf das Bild gestalten. Und eure fertigen Bilder könnt ihr dann natürlich abspeichern und ich hoffe so sehr, dass euch die App gefällt. Ich habe die natürlich jetzt einfach mal mega im Schnelldurchlauf erklärt. Ihr müsst sie einfach mal kostenlos runterladen und selbst ausprobieren. Ich weiß, dass ihr alle sehr kreativ seid und ich glaube, diese App wird euch ganz, ganz viel Freude bereiten. Und jetzt kommen wir auch endlich mal zu der Verlosung und zwar gibt es 3 iPad Pros zu gewinnen. Also es wird 3 Gewinner geben. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, ist ganz, ganz einfach. Ihr ladet euch einfach umsonst diese App runter, gestaltet irgendein Bild mit dieser App, was ihr möchtet und dann postet ihr dieses Bild auf Instagram mit dem Hashtag BiLouApp. Und unter diesem Hashtag werden dann einfach quasi durch Zufallsprinzip die 3 Gewinner ausgewählt. Alle Informationen zu der Verlosung findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und ich will jetzt gar nicht lange drum herum reden. Schaut euch die App unbedingt an. Ich bin mega gespannt auf eure Kreationen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Glück bei der Verlosung. Und jetzt geht es los mit dem richtigen Video. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. An meiner rechten Seite, für euch wahrscheinlich linke Seite, weil sich die Kamera spiegelt,
sitzt liebe Kelly. Hallo. Die hat mich heute mal besucht. Hallo. Das war echt sehr spontan, muss ich sagen. Auf jeden Fall haben wir uns eine, beziehungsweise eigentlich Julian hat sich eine lustige Challenge ausgesucht. Wir müssen, also es gibt so ein Spiel, ja, das heißt 5 Seconds. Das heißt, man hat immer 5 Sekunden Zeit, um eine Aufgabe zu machen. Dann haben wir dieses 5-Sekunden-Ding. Genau. Das rollen wir um. 5 ist richtig wenig. Wenn wir es schaffen, ist alles super. Dann kriegt man einen Punkt. Und wenn man es nicht schafft, hat der Julian uns hier ein paar Bestrafungen aufgeschrieben. Oh, ich bin so schlecht in solchen Spielen. Oh nee, komm mal wieder schon grinsen. Oh, der sitzt da am Flur und grinst schon. Okay, also du bist Gast. Ich würde sagen, du beginnst einfach mal. Okay. Puh, oh, ich trau dich. Okay, los geht's. Nenne 3 Sachen, die als Paar vorkommen. Schnarchen? Wie Paar? Im Pärchen oder was? Nein! No! Also, oh nein! Oh mein Gott! Zum Beispiel Twix oder so. Das ja, kommt als oder Paar. Ein Schuh. Ein paar Schuhe. Oh, scheiße. Sag doch, ich bin voll schlecht in sowas. Echt, was hast super du geantwortet? Dumm. Weiß ich nicht. Schnarchen? Verpasse dem anderen eine nette Backpfeife. Ja, aber die muss Bibi ja mir jetzt ja, verpassen, echt? Oder? Weil es ja meine Strafe ist. Das ist ja voll aus. Okay, ihr seid richtig Savage-Mode hier, alles klar. Ich möchte dich nicht schlagen, ich hab dich doch lieb. Ganz ehrlich, wer so dumm ist, verdient eine Schelle. Hast du schon mal eine Backpfeife bekommen? Jetzt lass mich nicht die erste. Was? Jetzt bin ich auch noch die erste, die ihr eine gibt. Das war so entwürdigend. Nenne 3 Kosenamen. Schatz, Mausi, Pupsi, keine Ahnung. Zählt, würde ich sagen. Oh, 3, 2, 1. Nenne 3 Dinge, die mit A beginnen. Auto, Apfel, Ameise. Sehr gut. Oh Gott. Nenne 3 Sachen, auf denen man sitzen kann. Stuhl, Sessel und Sofa. Sehr gut. Boah, das war aber schon relativ knapp. Ich glaube, du hattest nur noch eine Sekunde oder so. Nenne 3 Gelegenheiten, bei denen man ein Streichholz benötigt. Um den Kamin anzumachen, um eine Zigarette anzuzünden, um eine Kerze anzumachen. Das war... Wow! Aber guck mal, so langsam kommen wir rein. Ja. Nenne 3 Dinge, die man in einer Schublade versteckt. Das verstehe ich nicht. Was denn? Ein Stift? Ein Buch? Was ist denn da noch? Eine Aktentasche? Zu spät. Scheiße! In der Schublade. Ja, wenn die Bibi eine Aktentasche in ihrer Schublade aufbewahren will, dann darf sie das ja wohl. Was ist denn los hier? Okay, also jetzt muss ich eine Bestrafung ziehen. Lasse den anderen einen Tweet von deinem Account posten. Es war so klar, dass ich jetzt einen Scheiß bekomme. Oh, ist nicht dein Ernst. Okay, geil. Echt schlimm. Das ist schon echt hart. Hab das heute Morgen rausgekotzt. Ist das normal? Was ist das ekelhaft? Dieses eklige Foto. Du hast mir quasi eine richtige Schelle gegeben, eine Backpfeife, und ich hab dir online eine Backpfeife gegeben. Genau. 3, 2, 1, go. Nenne 3 Dinge, die du am Himmel sehen kannst. Vögel, Wolken, Flugzeuge. Boah, ich hab's. Nenne 3 Sachen, die man um 4 Uhr morgens machen kann. Oh, da bin ich gespannt. Auf Klo gehen, essen gehen und furzen. Sicher essen? Du bist dran. Nenne 3 US-Präsidenten. Oh. Trump, Barack Obama und... Ah, nein, warte, die Scheiße! Ich hab gepanikt. Boah, das sind so asoziale Fragen. Herr Bush wäre auch einfach. Hier sind die letzten 3 einfach. Ja. Trinke einen guten Schluck Milch mit Salz und Pfeffer. Ja, das ist eine geile Bestrafung. Das ist ja mal mega ekelhaft. Geil! Oh, geil! Auch noch so eine Pfeffermühle. Oh, das ich habe das gleiche Salz und das gleiche Pfeffer. Echt jetzt? Ja? Magst du es eher mehr gepfeffert oder mehr gesalzen? Magst du gerne? Wenn ich es dir sage, machst du genau das Gegenteil davon. Geil, Leute. Willst du es denn? Nein, also ist schon okay. Ich habe schon Besseres in meinem Leben getrunken, muss ich ganz ehrlich sagen. Nenne 3 Filme, die gerade im Kino laufen. Willst du mich? Oh! Ich weiß einfach keinen einzigen Film! Vorbei! Schmiere ein bisschen Nutella auf deinen Socken und lutsche ihn ab. Igitt! Wie ekelhaft! Hier hängt ein Haar dran und hier ist ein komischer Fleck drauf. Ja, ich würde sagen, bitte. Ist das eklig? Vor allem... Soll ich das jetzt auf meinen Zeh schmieren? Hier hängen überall Haare dran, weil ich so einen krassen Haarausfall habe. Also drauf jetzt. Ja, warum guckst du nicht so? Ja, du hast doch die Aufgabe. Ja, mach du auf. Hopp.
dieses Gefühl, das da drauf zu schmieren, ist widerlich. Vor allem, das ist sowas, was man im Leben, würde man da nicht dran denken, das zu machen. So, Julian, was ist bei dir los im Kopf? Echt? Man erniedrigt sich immer so in seinen Videos. Ich weiß jetzt schon, dass wieder 1000 Screenshots davon gemacht werden. Ja. Und das verfolgt mich die nächsten 10 Jahre. Ja. So falsch aus. Oh. Willst du auch mal probieren? Nee, danke. Aber ich muss sagen, dieses Sockenaroma kam gar nicht so intensiv durch. Also es war eigentlich schon ganz lecker. Nenne 3 Filme von Steven Spielberg. Scheiße, ich kann das auch so E.T. Mann! Halte 5 der sauersten Bonbons, solange du kannst, in deinem Mund. Was habt ihr bitte für saure Bonbons? Also die schlimm? Das sind offiziell die sauersten Bonbons der Welt. Ist nicht dein Ernst, dass du 5 davon in den Mund nimmst? Also Julian hat 10 letztes Mal. Okay. Ich hab nur ganz kurz meinen Geschmackssinn verloren. Will er mich verarschen? Okay. Ja, okay. Komm, ich zieh's einfach durch. Allein wie die schon zugeschweißt sind, ey. Die soll gar niemand aufmachen können. 3, 2, 1. Los. Und? Ist es schlimm? Mhm. Ist es sehr sauer? Boah, dein Gesicht wird richtig rot. Richtig rot. Boah, Leute, Vicky und Julian machen auf jeden Fall keine halben Sachen. Das kann ich euch sagen. So, irgendwann hört es auf, sauer zu werden, ne? Und dann schmecken die sogar gar nicht so scheiße. Der Julian meint, danach hätte er alles nur noch alles süß geschmeckt. Ja. Boah, ist das krass. Krass, ne? Ey, das Wasser schmeckt wie so Zuckerwasser. Ja, der Geschmackssinn ist getötet. I'm ready. Nenne 3 Tänze. Salsa, Merengue und Tatata. Merengue! Da wäre ich nie drauf gekommen. Nenne 3 Titel von Kinderbüchern. Pippi Langstrumpf, Patterson und Findus und Benjamin Blümchen! Oh mein Gott! Wie gut war das denn jetzt? Ich wäre so hart gescheitert. Hättest du echt? Volle Kanne. Das war auch, als ich es gelesen habe, aber ich dachte so, das ist mein Aus. Nenne 3 Lieder von Michael Jackson. Scream, Beat It und... Fuck it! Aus Thriller! Ich glaube, ich kenne so viele Lieder von Michael Jackson, ne? Ich mach voll, also Scream, das ist jetzt kein typisches Lied, das jeder nennt. Respekt, aber du musst trotzdem den Spaß machen. Scheiße, das ist jetzt die letzte Bestrafung. Ja, yeah! Lass dir 10... Oh nein. Was ist eklig? Was ist das? Lass dir 10 Sekunden lang von dem anderen in den Mund pusten. Wow, das ist echt eklig. 10 Sekunden? So lange kannst du gar nicht pusten am Stück. Klar kann ich 10 Minuten pusten. 10 Minuten? Übertreiben. 10 Stunden? Die übertreibt ja mal. Okay, 3, 2, 1. So merkt, wie der Mund langsam austrocknet, wow, und vertrockener wird. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir haben keine Bestrafung mehr. Wir haben alles gemacht. Tatsächlich. Schreibt in die Kommentare, wer der wahre Gewinner war von uns beiden. Oh. Julian hat auch ein neues Video gedreht, auch wenn er es jetzt noch nicht gedreht hat. Aber er hat definitiv eins hochgeladen. Deswegen schaut da auch auf jeden Fall vorbei. Ja. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wir haben bei der Kelly auch ein Video zusammen gedreht. Deswegen schaut da auch mal vorbei. Und das war's mit dem Video. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss.